One, two, breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just singing out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Hallo, ich bin der Diddy von der DMP School und ich zeige euch heute den Song Watermelon Sugar von Harry Styles. Also, dieser Song eignet sich für Anfänger sowie für so Intermediate, die schon so ein bisschen spielen können. Die Akkorde sind relativ überschaubar, aber der Rhythmus ist relativ anstrengend und schwierig. Aber den schauen wir uns einfach langsam an und dann wird das auch klappen. Jetzt erstmal die Akkorde. Wir haben ein D-Moll. Dann haben wir ein A-Moll 7, dann ein C-Dur und letztlich ein G. Und dann geht es wieder von vorne los mit D-Moll. Und diese Akkorde gehen durch den ganzen Song. Das heißt, wenn ihr die drauf habt, dann seid ihr schon mal akkordisch auf alle Fälle vorbereitet für den Song. Übt die Akkorde trotzdem erstmal langsam, vielleicht mit Vierteln. Sobald das hier geht, sobald ihr diese Akkorde smooth wechseln könnt, ohne dass Pausen entstehen, dann schaut ihr euch den Rhythmus für die rechte Hand an. Ich spiele es mal kurz vor. Das gleiche nochmal langsamer. Um diesen Rhythmus zu lernen, ist es ganz klug, den in zwei Teile zu teilen. Das heißt, am Anfang habt ihr durchgehende 16. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was 16. sind, ist jetzt nicht so wichtig. Für euch ist wichtig zu wissen, down, up, down, up, down, up. Diese Bewegung und zwar dreimal hintereinander. Down, up, down, up, down, up. Und dann abstoppen. Na? Ich spiele es nochmal im Kontext. Ja, und das ist der erste Teil. Das heißt, als erstes übt ihr mal und stopp. Und was dann kommt, sind einfach nur Upstrokes. Und zwar zwei hintereinander und den zweiten dämpft ihr wieder ab. Das kommt zweimal. Das ist quasi der zweite Teil von diesem Rhythmus-Pattern. Ja? Und diese zwei Teile müsst ihr danach zusammenfügen. Also folgendermaßen. Und dann der neue Akkord. Okay, und sobald ihr das drauf habt, steigert ihr das Tempo. Ja? Aber zuerst müsst ihr das sauber hinbekommen, die zwei Teile machen, zusammenfügen langsam und dann spielt ihr schnell. Das wäre alles, was ihr für den Song Wissen braucht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Üben und wie immer könnt ihr natürlich jetzt mit uns zusammenspielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. One, two, three. It tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So Watermelon sugar.